Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für uns im TG. Wir sehen dann heute an der Lektion ein bisschen Spezialfall von einer Variablenmanipulation, die nennen wir Swap vom Inhalt von zwei Variablen. Wir wollen die tauschen. Wir wollen tauschen. Swap heißt tauschen. Voilà. Ja, échanger, tauschen. Ja. Fangen wir an. Wir wollen mal schön kleine Variablen heu. Ja. Kosten das heu in dem Fall besser. Zweite Variable, ungefähr zwei größt. Wir machen noch dieselbe Typen. Schnell doch die ganz einfach. Ups. Das dann in die falschen Knöpfchen drückt, voilà. Variable A und Variable B. Okay. Ja. Ich meine noch einen Inhalt dran. Ich meine 10 dran. Und ich meine halt 7 dran. Nein. Voilà. Das ist das, was oft vorkommt. Ich meine 10 oder 7. Ich will es aber umdrehen. Für was? Weil A soll immer die kleinsten und B immer die größten. Beispielsweise, wenn das gefroht wird. Wenn das gefroht wird. Das ist das Beispiel. Ja. Okay. Wir schreiben das am Java. Da. Kannst du das so suchen? Das ist einfach. Ja. Die einfachste Lesung. Java Code. A aus B. Initialisation, Deklaration. Initialisation haben wir gemacht. Oh, wie du das fährst, nein, ja. Okay, dann machen wir das. Okay, komm. Gute Idee. Ja. Dann machen wir das. Maja, int A aus 10. Int. Ich weiß nicht mehr. A. B. Wieder. Ausgleich. Was haben wir besser? Und? Was soll ich wieder B? B aus 7 am Anfang. Voilà. Initialisiert und deklariert an einem Schritt. Okay, gibt's 2. Voilà. So, A, B geht es. A, B und ein Startwert geht. Voilà. Ist das dann, was unser Bild hier repräsentiert? Na ja, jetzt tauschen. Einfach. A ist B. A ist B. A aus gleich B. Strichpunkt nicht vergessen. Voilà, voilà. Dann hat der Wert von B, mein Release von jetzt noch links. Gibt top. Und der B ist Wert von A. Voilà. B ist A. B ist A. Okay, Mullen statt Reuven. Na, schreibt mir noch. Was? Ah jo, wo? Ja, oi. Wo? Da. Okay. Nicht direkt. Mach schon mich schnell, schon den nächsten Schritt machen. Okay, okay. Voilà. So, voilà. Voilà, auf. Voilà, das war einfach, okay. Das Lektion, einfach. Lektion ist fertig. Ja, ich mol das einkehr, ich will einkehr molen. Okay. Ich meine die Kase, ich will die molen. Okay, okay. Oh, los, man das aber wenigstens mal. Okay. Okay. Fängt mal an. Ich mol mal Pfeiler, was dann die Werte geschickt. Okay. Erstens, die Variable A aus gleich B heißt, den Inhalt von B wird an den A gespeichert. Ja. Das ist 7. Wann das angehört vom A? Angehört. Was geschieht mit der 10? Ja, mir für du gesagt, geht die Kase jetzt. Das ist 10. Ich mol das immer so mit einem Strichchen. Ja, so gut. Und dann meine ich heute eine 7 da. Okay, soweit. Wenn ihr versteht, hat das los 7 dran. Ja, soweit okay. So gut. Soweit so gut. Tip ja. Top. Erster Schritt ist fertig. Ja. Zweiter Schritt, B ist gleich A. Ja, B ist der Wert A. Na ja, dann, Der ist der Inhalt von der Variable A, wandert an der B. An der B. Ja, was ist der Wert von A? Was ist der Wert von A? Ah, merkt. Nämlich 10. Was ist das? 7. 7. Der ist halt 7. Und dann fahren wir halt dran. Okay, und ich kassiere dann die 7, die dran ist. Und ich kassiere durch eine neue 7. Okay. Dann. Ma. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt. Eine Katastrophe. Zweiter Schritt. Ja. Das ist der erste Wert von A, B. Moment. Ma. Alle 2, 7. Alle 2, 7. Weil ich halt nicht das, was ich wollte, ja. Ich hoffe, dass das nicht das wird, so zu wackeln. Nee, effektiv. Also das vergisst man mal ganz schnell, ja. Das ist falsch. Ja. Das ist das tun, als leider nicht die Lesung. Ich kann das einfach so Variablen einfach so tauschen. Nee. Ich muss etwas ein bisschen kompliziert machen. Sprachenhelfer. Alla. So, Variablen. Arm A, A, B. Ups. A, A, B. Inhalt. Was hat man gesagt? 10. Inhalt 7. Schreiben wir noch die Initialisation von Variablen. Danke schon. Int. Mal schauen, was das in Nummer erkennt. A und B. Als gleich. Mit Initialisation direkt andrun. Erster Wert 10, zweiter Wert 7 und der Strichpunkt. Voilà. Bon, das muss ich selbst finden. Test. Wir hatten viel gesagt, wir wollen den 7 an den 10 wandern lassen. Und das wird aber den 10 zerstört. Ja, das heißt, den muss ich mal irgendwo zwischenlagern. Voilà. Das ist die Idee. Ich muss unbedingt
dann zängt irgendwo verhalen. Etlas geht. Ich brauche, was brauchst du dann für irgendwen Wert zu speichern? Ich spreche eine Kost. Immer die Kosten werden immer genannt. Ja. Weil ja. Das ist ein Kost, das ist ein Variable. Ja. Ich spreche eine neue Variable. Mhm. Voilà. Du hast doch mich einen speziellen Num. Ja, gute Schwab. Temp für temporary. Ja. Provisorisch. Weil wir brauchen so just provisorisch rein für den Tosch zu machen. Das ist für den Tosch, Herr Nuck. Ja. Würde keinen Sinn mehr. Die muss nicht tempation, mit das aber guten, ganz ja. Guten Reflex. Mhm. D'accord? Genau. Das ich muss ich auch deklarieren. Ja, wie? Int temp. Temp. Oder wenn man noch gewährt. Ich meine, keine Initialisierung, ja. Wir wissen alles, was ich da mache. Nee. Okay, was ist dann der nächste Schritt? Viertens hat man den B an den A gemacht. Ja, wir haben gesehen, dass das nicht geht. Was muss ich dann als erstes aber dafür machen? Na ja, ich muss als erstes die Werte zwischenspeichern. Also, affektiere ich den Tempo Wert von A. Das ist Anfang. Affektiere ich an den Tempo den Wert von A. Das ja. Muss das tun. Mhm. Das ist das, was ich mal sehen kann. Richtig. Am Java ja. Ist das Wert. Bei Temp aus A. Temp. Was gleich? Der aktuelle Wert von A. Ah. So, voilà. Da tun wir dann den Zink. Was könnt du als zweiten Schritt? Was muss ich da machen? Was kann ich da endlich machen, was wir vierter gemacht hatten? Na ja, der erste Schritt war. Der erste Schritt. Ich nehme mal ein, das ihn gut erkennt. Mhm. Was ist dann der zweite Schritt? Bei A kriegt der Wert von B. Voilà. Ich habe den Zink schon irgendwo gespeichert. Mhm. Da können wir den heute in den zweiten also, Schritt. Also kann man safely ekrasieren, weil wir den Zwischen gespeichert haben. Ich kann dann ruhig meinen 7 dran holen. Ja. Das ist der zweite Schritt. Wenn ich den da schreiben, was das dann? A ist B. A ist gleich B. Mhm. D'accord? Voilà. Oppassen, das A ist gleich B. He? Nicht umgelegt. Ja, ja. Den Zink haben wir am Tempo aufgespeichert. Und dann können wir ruhig den B an den A den alle Werte krasieren. Wir können nur als dritte Wert, als dritte bewegen. Der B braucht seinen neuen Wert, ja. Voilà. Und den muss man, die einzige Art und Weise, wo man sie gespeichert tun, ist aus dem Temp. Ne? Ist, voilà, den Temp wandert da hin. Und der 7 verschwindet, da haben wir 10 Grad. Voilà, wie schreiben wir das? Richtig rein falsch, ne? B ist gleich, Temp. Und das heißt halt Etappe. Ja, und ich würde dringend rekommendieren, das dann ein, zwei Mal auszuprobieren, weil sonst vermixt er. Also dreifach spielt den Kapitalrolle ein. Das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist das egal wie. Ne? Es sind drei Zeilen, und ich kann viel Fehler machen. Wie. Ja, da. Das ist aber, wenn ich nur gucke, was geschieht ist, wenn ich halt mit dem Blut, Strichen, Wäschdenken und alles, was geht, dann brauchst du 7 am A. An 10 an ja. B. Denkt mit Kosten, denkt mit Bilder, an Ekrasier okay. Der Werte, der verschiedene Werte. Und denkt und das immer voilà, von links nach hin. Mm, das spielt geht immer so. Ja. D'accord. Okay, ich meine, das ist der Tausch von zwei Sachen. Schon süß nachher wieder mal, ob Französisch als Echange, mhm. Ob Englisch. Swap. Echange. Verbe échanger oder ja. Ein Échange de Variable. Ja. Dass ich das nicht vergesse, wie das genannt wird. Ja. D'accord. Wird oft an der Programmation gebraucht. Ja, das wird ganz oft. Könnt, muss ich wissen. Ja, okay. Das klaturiert dann heute das Lektion über den Swap. Merci für den Lauschen. Bis nächstes Jahr.